Okay. Zweiter Run. So, jetzt sollte ich aber auch immer direkt weglaufen können. Ja. So. Dann einmal hier lang, da hoch, nach rechts. Ich meine, ich habe das letzte Mal Pokémon Rot vor 15 Jahren oder so gespielt, aber die Höhle kann ich trotzdem noch zum größten Teil. So, hier runter. Dickdreh. So. Lässt du mich da hoch? Da ist einfach ein anderes Turtok. Alles klar. Das ist nicht die, die ich gerade bekämpft habe. Lässt du. So, ah, Gott sei Dank, die hat Feuer-Pokémon, das heißt, das ist kein Problem. Nakani. So, und da ist jetzt der, den ich gerade eben bekämpft habe. Ja. Und ich schlafe mal wieder. Das gibt's doch gar nicht. Und komm, eins noch. Und dann müsste jetzt über uns eigentlich die Treppe sein, wo es rausgeht. Steht da noch einer? Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ob ich noch auf dem richtigen Weg bin, weil hier auf einmal so viele Trainer sind. Aber eigentlich glaube ich schon. Genau. Und jetzt geht's nach unten und links. Und dann ist man draußen normalerweise. Und ich bin schon wieder Paralyse. Also wie oft ich jetzt schon in den Run paralysiert wurde, ne? Ist ja nicht normal. Gott sei Dank kann ich die meisten Pokémon mit einem Schlag down machen, weil ich überlevelt bin. Ich sage ja die meisten, nicht jedes. Ich werde gerade geleech-seedet. Jetzt hat er. So, das müsste der letzte sein auf dem Weg dahin. Oh, und du hast Wasser-Pokémon, das ist schön. Feuer-Pokémon. Das ist schön. Das ist gerade wirklich sehr viel Glück. Genau, da ist der Ausgang. Anton. So. Ich sterbe jetzt nicht an dem Trainer. Also ich habe vorher gespeichert, was das wäre jetzt halt lächerlich, wenn ich an dem sterbe. Ja. Mal schauen, wie lange das Rap noch geht.
Und das macht Rap. Also Poison und Rap ist auch eine blöde Kombination. Ich habe leider noch eins. Ich habe echt Probleme, Knofenser zu besiegen. Das ist. Wenn der das mit Rap kann, dann ne, kann ich das auch. Okay, wunderbar, ey. Einfach ein Rap-Battle. So, Pokémon Center heilen. Zu meiner Ghost Town. Und hier können wir nämlich gleich wieder unseren Rivalen einmal bekämpfen. Mal schauen, was der für Level hat. Level 30. Als nächstes käme eigentlich Pflanze. Ich habe keine Ahnung, ob Skullbash Damage macht. Ich lerne es mal nicht. Oh, und ich werde wieder eingeschläfert. Mal schauen, wie viele Runden ich schlafe. Zweite. Ich hoffe mal nicht so viele Runden. So, jetzt hat. Und tschüss. So. Dann können wir hier wieder rausgehen und laufen hier in die Richtung. Ah ja, ich wollte doch eigentlich Gegengifte und so kaufen, ne? Und was gegen Paralyse. Das wäre vielleicht jetzt mal eine Idee. Aber ich schaue mich vorher noch, bis ich in die andere Stadt rüberkomme. So, Psyduck. Und Level 43 noch, die hat 5 Pokémon. Dann haben wir halt mit Rage drauf an. Ich glaube nämlich, der Kampf wird nichts. Aber macht dich jetzt damit bei zu wenig Schaden eigentlich? Also, das Omastar kriegt wirklich überhaupt kein Damage. Ein bisschen. Ich mache halt überhaupt keinen Schaden. Okay, dann aber jetzt. Oh, fuck. Jetzt greife ich mit Rap an. Ich glaube, ich spinne. So. Tschüss. Oha, das hält einfach einen Donner aus. Noch ein Donner? Das hält auch einen Donner aus. Und jetzt wird's geklappt. Ey, das geht auch mal 2 Level. Ja, ich würde mal sagen, an dem Kampf gehe ich kaputt. Komm, mach mich jetzt down. Kannst du aufhören, Routenschlag zu machen? Danke.
Okay, warte mal, ich brauche. Wo ist der Markt? Da ist der Pokémart. Bisschen Paralyse Heals. Noch ein paar mehr Antitodes. Da, bam. So, dann können wir noch ein paar Trainer machen. Watergun. Ich meine, wenn da schon mal so viele Trainer sind, dann nehme ich die alle mit, dann ist alles Free XP. Und bevor dann doch die Arena leider ein bisschen sehr viel stärker werden, mache ich lieber die ganzen Trainer mit. Ah, jetzt geht es mit dem Rap wieder los. Ich kann mich nicht bewegen wegen Rap. Oh. Mein Damage ist ganz schön gestiegen mittlerweile. So. Die anderen beiden kriegen wir jetzt sogar vielleicht mit One-Hit. Jetzt bin ich wieder verwirrt. Ah, ne, zwei Hits. Komm, nochmal Rage. Ah. So, dann machen wir die wieder. Dann kommt nochmal Bite. So, hier gegen Oma Star muss ich aber jetzt hat Dragonite wählen. Aber gut, dass das Donner kann. Aber jetzt wird's wieder geklappt. Oh, nicht einmal. Noch ein Donner. Was, man kann Donner 10 Mal einsetzen? Hat es in den zukünftigen Editionen nur 5 PP? Genau, da darf ich noch nicht hin, solange ich noch nichts zum Trinken für den Hub. Oh, Ninetales, das ist super. Feuer-Pokémon sind gut. Also wenn sie die Gegner haben, dann wenn sie ich hab. Moltres. Oh, das ist Lavados. Wir haben unser drittes Legendäres jetzt gesehen. Und ein Glurak noch. Was hast du noch? Oh, auch Feuer-Pokémon. Das sage ich nicht nein zu. Und wieder Lavados. Als ob ich jetzt von dem Feuer-Pokémon besiegt werde. Danke. So, der ist besiegt. Genau, damit komme ich nach Celadon City rüber. Und hier kann ich dann wieder meine Pokémon heilen. Das Ding ist, muss ich jetzt erst Team Rocket machen oder kann ich erst den Orden machen? Da schaue ich mal ganz kurz runter. Cut. Ups. Dann ab ins Gym hier. Bin gespannt, was die für Pokémon hier haben. Lapras.